du, hier ist noch eine leere Stelle. Moino und willkommen zu Konkret Genie. Ja, ich habe das Spiel jetzt ganz lange nicht angefasst. Lag an privaten Gründen und... Wie wäre es hier? Ja, hatte einfach keine Zeit, das Spiel zu spielen. Hey, ein perfekter Ort. Aber jetzt geht's weiter. Wir müssen das Spiel ja natürlich noch beenden. Ein perfekter Ort für etwas Farbe. Ja, was man anfängt, das beendet man. Ja, natürlich. Wir malen ja was hin. Er kann nicht weit weg sein. Ah, die nerven aber auch. Mal hier etwas hin. Okay. Dann malen wir hier mal was hin. Eiszapfen, eine Rampe. Aus Eis. Dann... Ein schöner Eispilz. Oh. Ein paar schöne Eiskugeln. Und Eisberge. Schön. Aber vor allem wegen der Lichter hier bestimmt. Jetzt leuchten sie bunt. Wunderbar. Was haben wir hier? Das Tagebuch. In der Galerie gibt es einen neuen Eintrag. Ich glaube, die Galerie ist komplett. Schauen wir uns einmal an. Denska. Wow. Wir haben auch tatsächlich alle Bilder. Alle Gins. Alle Zeitungen, ne? Jeden Moment. Okay, nicht jeden. Nicht jeden Moment, aber fast alle. Finsternis, Albträume. Und ich glaube, ich muss meinen Freund retten, lese ich vor. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber ich konnte einen meiner Djinns retten. Und dann hatte der Djinn zack gerettet. Damit haben wohl alle gewonnen. Aber es ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Da draußen werden noch mehr Djinns von der Finsternis in ihnen gequält. Und sie brauchen meine Hilfe. Und Chuck, Shani und Beatrice sind auch noch da draußen. Ich muss mich beeilen. Das Blatt wendet sich. Ich habe es geschafft, 2 weitere Djinns von der Finsternis zu befreien. Und sie haben daraufhin Chuck und Jenny aus ihren Albtraumgemälden befreit. Es sieht so aus, als wären mehr... dieser Monster unten in den Kanälen, wo auch Bea ist. Dort müssen wir als nächstes hin. Ich glaube, das Blatt wendet sich langsam, aber ich habe auch das Gefühl, dass noch alles offen ist. Und auch keine neuen Einträge. Hey, guck mal, eine leere Stelle. Na, die Lichter müssen ja auch leuchten. Das ist ja cool. Der Leuchtturm sieht geil aus. Wie das so... Ja, vibriert. Keine Ahnung. Die Lichter, die der Leuchtturm da ausstrahlt, diese Finsternis. Und wie wir gerade wie so ein verdammter Noob ins Wasser gefallen sind. Was jetzt? Lichter brennt, Lichter, Lichterlein. Komm.
Jetzt leuchten sie. Oh, ihr kleinen Krebsis, 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 ich will euch nichts tun. Na komm her, Süßer. Ich hab auch als Kind immer gerne... Rede mir nicht ständig rein, wenn ich rede. Ich hab als Kind immer gerne Krebse am Strand gesammelt, auch Bernsteine. Bin stundenlang am Strand langgelaufen. Seht ihr diese kleinen Krabben? Sind doch süß. Meistens verstecken die sich immer unter so Steinen. Musst du auch so Steinhaufen zugehen und sie umdrehen. Da findest du meistens Krebse. Oder in der Erde vergraben. Hey du, hier ist noch eine leere Stelle. Ja, ich weiß. Yeah! Coole Sache, Mann. So funktioniert's. Dann rein da. Und ab geht's in die Höhle des Löwen. Die Höhle. Ich habe schreckliche Angst vor dem, was in der Höhle ist, aber ich muss meine Elementargeister zurückholen und den Djinn helfen, der als erster verdorben wurde, dem Alpha. Koste es, was es wolle, ich werde weder Dengska noch dem letzten Djinn im Stich lassen. Ich dachte, ich müsste mich der Sache alleine stellen, aber ich bin froh, dass die anderen an meiner Seite stehen. Es fühlt sich fast so an, als würden wir ein echtes Team werden. Das hätte ich wirklich niemals für möglich gehalten. Ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich bleibe dicht bei dir. Aber Freunde werden Feinde und Feinde werden Freunde. Oh, Mann, dunkel hier drin. Wir schaffen das. Und es müffelt auch ziemlich. Oh, das war ich. Fledermäuse! Lul. Jetzt drück dich mal ab, Chuck. Wir tun dir nichts. Wär's gelaufen. Es gibt keinen Grund zur Sorge, glaube ich. Keinen Grund zur Sorge? Sie sind wunderschön. Besser nicht. Zack hat recht. Besser auf Nummer sicher gehen. Na nun geh mal schneller, Ash. So wie die da rumschleichen, kommen wir nie am Ziel an. Wo bist du? Und rüber. Wie komme ich da nur rüber? Hey, wir könnten dir eine Rampe bauen. Rampe? Aber wieso? Oh, verstehe. Los, helf mir das hochzuheben. Welch guter Einfall. Sie können mir eine Rampe bauen, okay. Dann. Weitergehen. Wir versuchen einen anderen Weg zu finden. Sei vorsichtig! Sind wir. Jetzt sind wir schon bei Tomb Raider angelangt, Digga. Rumklettern. Ah. Was haben wir denn da? Wusch.
Die Armen sind eingesperrt. Ich komme. No! No! Attacke! Wer kommt denn da? The Biggest Loser oder was? Oh nein. Was hat das Zeug mit dir gemacht? Bam! Bam! So, er hat einiges kassiert. Für den Anfang gar nicht schlecht. Einfach Funken schreien, tun ihn gut. Das sollte helfen. Also man merkt, ich bin schon sehr geübt, was dieser Kampf angeht, denn ich habe das sozusagen schon ein paar Mal gespielt. Bloß nicht ablenken lassen. Ich muss es schließlich für den letzten Part das ganze Spiel nochmal durchspielen. Komm her! Gleich ist schon die Hälfte seines Lebens weg. Wie gesagt, ich habe das schon gespielt. Und immer wenn er auf einem dieser Kristalle landet, wo einer unserer kleinen Kleckse drin ist, übt der andere Attacken aus. Das andere war die Funken. Jetzt kommt die Windfähigkeit Finster. Ja, Wind. Das wird mir helfen. Viel besser. Er geht richtig hier aggressiert. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt Funk. Andere weiß ich nicht mehr, was das war. Der hält ganz schön was aus. Ich glaube, jetzt haben wir die alle, soll ich sagen, entschmutzt. Direkt beseitigt. Kann da auch nicht mal einstecken. Noch ein weniger. Okay. Wir haben ihn. Jetzt meistern wir den ganzen Mist hier. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Bro, alles ist gut. Nur nicht zu schnell.
Wir haben ihn. Yes. Das war, Leute, das war ein schneller Kampf. Ein schnelles Ende für diesen böse gewordenen Djinn. Jetzt ist er wieder lieb. Ziel aktualisiert. Berühre die schwebende Seele. Moine, Großer. Geht's dir wieder gut? Komm, lass uns zu Burger King gehen. Erstmal was fressen. Keine Lust? Na gut. Wie komme ich eigentlich darauf? Das sollte man sich mal fragen, wie ich darauf komme. War natürlich nur Spaß. So, ab zur Djinn-Seele. Oh, Luna! Luna! Welch eine Überraschung. Ich dachte... Sie lebt noch! Leute, das ist Luna. Ihretwegen existiert der Pinsel. Die Kunstwerke, die Djinns, all das. Sie meint wohl, es ist wegen dir, Ash. Auf jeden Fall schön, dich kennenzulernen, Luna. Dir hat Ash wohl versprochen, Demska aufzuräumen. Naja, schade, dass du es nicht gesehen hast. Seine Bilder waren wirklich... Wir haben die Finsternis noch nicht besiegt. Sie will erneut aufblühen. Luna! Also was tun? Ich muss diese Finsternis wegmalen. Also malen wir sie weg. Ah, okay. Jetzt will er das hier. Kriegst du. Ich hab's gerade erst nicht geblickt, was er wollte. Ich habe auch gar nicht darauf geachtet, was in dieser Blase da war. Aber jetzt. Wir werden das hier nicht verkacken. Jetzt möchte er. Ich muss auch sagen, nachdem ich das Off-Cam bis zu diesem Punkt durchgespielt habe, bis zu diesem Part, habe ich es auch wirklich geschafft, bis zu diesem Punkt 100% zu machen. Heißt, ihr werdet auch nochmal auf freies Spiel zurückgreifen. Anschließend. Um die letzten 100% zu machen. Beim Leuchtturm. Superfarbe aufgeladen. Jetzt schön die Finsternis wegpusten.
Bam! Das Unkraut allen Übels ist besiegt. Danska ist endlich von der Finsternis befreit. Ultra. Ende gut, alles gut, Leute, oder? Danska war noch nie so schön wie jetzt. Wow. Das kannst du laut sagen. Hey, meint ihr, jetzt kommen wieder Leute her? Ich denke schon. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Oh Mann, mir fällt gerade auf, wir sind jetzt zu sechst. Und? Na, endlich sind wir genug für zwei gleich große Basketballteams. Oh ja. Ich meine, ich kann's dir nicht verübeln, wenn du uns nie wieder sehen willst. Aber nach allem, was wir erlebt haben, weiß auch nicht. Aber was meinst du, Ash? Lust auf ein kleines Match mit uns? Ich glaube, er malt lieber Chuck. Ich habe auch gerne als Kind gemalt und ich mal immer noch. Nur wie man sieht, habe ich andere Hobbys entwickelt. Aber ich mal immer noch. Und kann das auch sehr gut. Doch beides. Ich könnte damit sogar Geld verdienen, wenn ich will. Zum Beispiel, indem ich Karikaturen mache oder sowas. Ich könnte aber auch Kinderbilderbücher malen. Ich bin gut darin. Gott sagte, es werde Licht, und so wurde es Licht, und die ganze Stadt Danska erstrahlte. Ja, so. Und alle diese friedlichen Djinn sind wieder auf den Wänden, ganz friedlich. So muss das sein. So muss das sein. Genau. Credits. Pixelopus. Von Pixelopus entwickelt. Kann man die irgendwie überspringen? Nein. Wir schauen uns jetzt. Kann man nicht überspringen, müssen wir uns angucken. Aber okay. Vielleicht kann man zu diesem Spiel dann nochmal ein paar Worte verlieren. Obwohl ich jetzt auch nicht mehr so genau weiß. So, ich weiß, es ist ein echt schönes Spiel. Ein schön buntes Spiel. Jedes Mal, wenn ich es spiele oder gespielt habe, war ich sehr beeindruckt von der Farbenvielfalt. Von dem Leben, was die Entwickler dem Spiel eingehaucht haben, die Geschichte, die sehr traurig ist, aber ein schönes Happy End hat am Ende. Wie die Jungs erst gegen Ash waren und dann für Ash sie Freunde wurden. Und hier sieht man halt nochmal auf den Bildern, wie es weitergeht. Na, sie machen mit Ash Ausflüge. Fahren Fahrrad, spielen Basketball und sonstiges. Endlich hat Ash Freunde gefunden, obwohl er sein Leben lang nur ein Außenseiter war. Und das finde ich cool. Ich gebe es so, als Kind war ich auch ein Außenseiter. Ich war Ash überhaupt nicht unähnlich. Aber inzwischen ist das anders. Klar, man hat seine Freunde sowieso gehabt, aber naja, alles in allem kriegt das Spiel eine 8 von 10. Und jetzt, ja. Jetzt kommen die Hauptcredits.
weil ich hätte schon mal ein Schlusswort. Ja. Zumindest konnte ich die überspringen. Meine lieben Freunde auf meinem Kanal, jetzt fortsetzen und freies Spiel. Wir haben noch nicht die kompletten 100%. Die holen wir uns jetzt natürlich, denn das war ja das Ziel in diesem Spiel. Einmal die kompletten 100%. Ja, komm. Ladescreen. Auf geht's. Gehe auf Erkundung und finde alle sammelbaren Objekte. Ich hoffe, ich habe ja natürlich alles gefunden, ne? Schauen wir mal. Der Leuchtturm ist unkomplett. Okay. Selbst hier haben wir nicht alles. Hier fehlt zum Beispiel noch. Irgendeine Zeichnung. Jins. Seiten. Haben wir alle gefunden. Lichter haben wir auch alle gefunden. Alles Lichter sind Djinns. Vielleicht gibt es auch noch einen Djinn. Einen Djinn, den wir zum Leben erwecken müssen. Kann ja sein. Wir schauen nach. Danke für die Superfarbe. Das ist der eine. Dabei war ich so gründlich, ne? Und dann fehlt hier doch was. Selbst hier fehlen eigentlich noch so ein paar Kleinigkeiten. Könnte mitunter lange dauern. Und ich glaube, das mache ich in einem separaten Stream. Ich schaue mal, was ich jetzt noch so ein bisschen tun kann, aber ich glaube, ich mache das in einem separaten Stream. Ja. Also in die Kanalisation brauchen wir definitiv nicht mehr. Genauso wie ja, Kanalisation ist ja das gleiche, ist ja alles voll. Die Höhlen brauchen wir auch nicht. Da gibt es nichts zu finden. Da haben wir alle vier Zonen. Hier haben wir alles. Heißt, wir müssen nur zum Wasserkraftwerk, zum Fischereihafen und zum Leuchtturm und da alles finden. Gehen wir doch erstmal zum Wasserkraftwerk. Oh lol, okay, alles klar. Okay, wir sind schon beim Wasserkraftwerk. Gut, Seiten brauchen wir nicht suchen.
Das Blaue sind, ja, es ist ja schon gekennzeichnet, die Djinns. Es soll 5 Stück geben, 4 sind aktiviert. Aber wo ist der letzte? Players only. Was haben wir denn hier? Ist hier irgendwas? Wenn er so blinkt, dann heißt es schon, dass hier irgendwas ist. Dieses Bild vielleicht? Kann man das zum Leben erwecken? Denkt Skarsadin? Irgendwie? Irgendeine Weise? Wir sollten es probieren. Aber vorher können wir tatsächlich noch einen Djinn machen. Also los, den gestalten wir. Wir haben halt auch wirklich noch nicht alles gefunden. Aber egal. Stück für Stück, Stück für Stück. Kommen wir zu 100%. Warum nicht? So. Ja gut, wir haben jetzt einen weiteren Djinn gefunden. Das hat jetzt nichts weiter bewirkt, außer dass wir halt auch einen Djinn gefunden haben. Tolle Wurst. Zwei, drei, vier, fünf Gins hier auf einmal. Ja. Also wie gesagt, ich war eigentlich auch schon gründlich. Wer hat dich da reingesteckt? Bleib hier. Danke. Das wird toll aussehen. Vielleicht kann man jetzt an den Orten, wo man schon war, nochmal Sachen finden, die vorher irgendwie nicht da waren. Wie zum Beispiel diese Seite in der Mülltonne. Was ein Ding. Was haben wir hier? Wollen nicht darunter springen. Höchstens hier Seilbahn fahren, ja. So. Wir sind ja, glaube ich, jetzt schon wieder im Fischereihafen.
wollen wir ja gar nicht. Aber wow, dass er so tief fallen kann. Der hält einiges aus. Und diese Art der Fortbewegung ist auch echt geil. Schön farbscooten. Auf easy. Trotzdem. Muss hier doch noch irgendwo irgendwas sein, oder? Kann doch jetzt nicht angehen, dass wir da überhaupt nichts finden. So, und ansonsten, wie gesagt, das Spiel habe ich ja durchgespielt. Ich werde sonst noch mal off-cam alles absuchen, weil ich da jetzt auch im Stream nicht wirklich große Lust habe, das zu tun. Verständlich, dass wir jetzt einfach eine nervige Angelegenheit alles jetzt suchen und tausendmal in die eine Ecke zu gucken, tausendmal in die andere. Aber was ich noch mal machen will, ist zum Leuchtturm. Und da waren wir nochmal hin. Klar, kann ich machen. Was? Ihr wollt was haben? Was wollt ihr denn? Ah, kriegst du. Bitteschön. Zufrieden? Dann ist ja gut, wenn ihr zufrieden seid. Danke für die super Farbe. Ach lol. Halt doch die Fresse, Alter. Mein Gott. Schon wieder. So ein Noob, ne? Warum kann er da nicht einfach runterspringen? Jetzt müssen wir so umständlich erstmal hier runterklettern. Okay. Da wären wir auch schon, auf dem Weg zum Leuchtturm. Und zumindest da habe ich noch ein paar eigentlich wichtige Sachen übersehen. Wie zum Beispiel so eine kleine weiße Wandmalerei. Oder ein paar Luftballons. Ich kann mich daran erinnern, da waren ein paar Luftballons. Wir gucken nach. Wir gucken nach. Hier fing alles an. Und wie soll es anders sein? Hier wird es auch wieder enden. Es war kein Ballon, es war ein Drachen. Okay. Und ein neuer Djinn. Wer das wohl sein mag. So weit, so gut. So. Du kriegst. Das wird ganz gut.
diese Ohren. Was jetzt? Oh, das war's schon, eigentlich. Hallo auch, ich bin Ash. Ganz nice geworden. Hierfür brauchen wir aber den Windgen. Kein Elektrogen. Komm mal mit, Diggi. Hallo. Ah, unser Feuergen haben wir auch schon. Genau, gib mal ein bisschen Saft ab. Ist richtig. Ich glaube, ich habe bald einen neuen Freund. So. Das ist doch... besser nicht. Eine Rose auf dem Kopf. Ja, so langsam wird es. Auch recht simpel, aber muss. Gut siehst du aus. Gut. Der eine hat einen Strom gemacht, das soll der andere kommen. Und den Drachen wegpusten. Hilfst du mir? Jupp. Eine schöne Zeichnung. Hier wäre auch die erste Wandmalerei schon in Weiß. Was ist das da drüben? Kommt mal eben her, Agents. Ich habe hier was für euch. Was wollt ihr? Was wollt ihr noch haben? Was ist hier noch gefragt? Das hat was. Okay. Egal wie, wir haben es geschafft. Wolkig mit Aussicht auf Schneebett. Eine Schwarzbirke schütteln. Okay. Echt? Interessant. Hier sind sie auch schon. Schon. Darf es ein bestimmter Look sein? Was wollen die noch haben? Leute, ich habe alles einfach auf die Wand geklatscht. Okay, wir haben viel zu viel gemalt. Wir sind ja auch einfach nur lost. Lost sind wir. Thank you.
Das müsste es doch eigentlich sein jetzt hier. Abkühlungstrophäe, aber nur Bronze. Auf einem Eisberg sitzen. Nicht erfrieren, Dummerchen. Hi, Luna. Hast du mich vermisst? Ah, hallo, Luna. Was hast du denn getrieben? Möchtest du was haben? Okay. Ein Ast. Deine Schmetterlinge. Und du hast wirklich einen ausgezeichneten Geschmack. Wow, das ist neu. Ja, das ist neu. Das werde ich mir gleich angucken. Wo kommt das her? Wer oder was ist welche Kiste? Und was sind das für Kristalle? Sehr gut. Da ist eine Seite drin. Wie kriegen wir die? So nicht. Super, Farbe ist aus. Ja. Nun ja, okay. Da ist eine Seite drin. Die kriegen wir nicht. Vielleicht, wenn der Djinn sie aufpustet, der weiß das schon. Kannst du mir kurz helfen? Soll er mal runterkommen. Gut, schaffen sie nicht. Ist mir Latte. Her mit der Superfarbe. Weitere kleine weiße Malerei. Interessant. Das sollte schick aussehen. Unter anderem zwei Zeichnungen. Es gibt immer Möglichkeiten, sich zu verbessern. Klar, kein Problem. Interessante Kombination. Mal sehen, was da geht. Sieht hier bestimmt gut aus. Was will denn der Kleine jetzt? Na, der hat aber extra Wünsche. Da versteckt er sich noch so. Frechheit. Das will ich nicht vergessen. Kalte Köstlichkeit. Nicht sehr sättigend, oder? Schneeflocken essen. Ah, das habe ich auch immer gemacht. Wenn es geschneit hat, Zunge raus und Schneeflocken essen. Richtig geil. Ja, Mann. So muss das.
Oh, und wir können auch einen Gym machen. Wir den Besonderen da mal zum Leben. Na, hallo, willkommen im Leben. Hey, wo willst du denn hin? Aha. Aha. Okay. Vielleicht brauche ich noch einen Gin. Okay. Wir brauchen noch ein Gin. Das heißt, es geht wieder nach oben. Wir erkunden weiter. Es muss hier wohl noch irgendwo ein Gin geben. Da sind ein paar Blättchen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Okay. Ja, es war ein Versuch wert, ob es klappt. Ich versuche es gleich nochmal. Da bist du hier. Und es hat geklappt. Mussten halt nur hier wieder runter. Hier war noch eine Seite. Nice. Diese Weltkugel. Wolltest dich verstecken, ha? Huh? Gin-Form oder was? Die alte Karte? Ist der andere Djinn, den wir da unten brauchen? Kommt vielleicht noch einer von denen runter, die wir jetzt haben? Werden die drei Ränder auch so fehl am Platz rum? Bis jetzt haben wir nur den roten nicht gebraucht. Und rein können wir da anscheinend auch nicht, ne? Rein können wir da auch nicht. Sprich, nach oben gehen hat sich eigentlich erledigt. Außer wenn man eine geile Aussicht genießen, dann lohnt sich das natürlich. Ansonsten
kommt man hier nur wegen einer Seite hoch. So, Luna, was würdest du jetzt haben? Jetzt haben kriegt sie, aber was will sie da? Achso. Und was meinst du? Denke mal, dass wir erfolgen müssen. Ich bin hier. Vielleicht müssen wir Luna auch einfach nur folgen. Ja. Interessant. Mega Luna ist allmächtig. Sie ist der weiße Gandalf in Djinn-Form. Wird das eine Verfolgungsjagd, hä? Aha! So wären wir da also auch hingekommen. Interessant! Geil! Yes. Ich frag mich, wer das wohl ist. Okay. Mit solchen Drachenfischohren bringen wir mal diesen Elektro-Djinn zur Welt. Hi, na du? Es bleibt spannend, Leute, es bleibt spannend. Da siehste. Das scheint irgendwo hinzuführen. Das wird langsam echt anstrengend. Hier will sie wieder was haben. Das gefällt dir, oder? Yo. Es geht wohl wieder nach drin. Hey, mein persönlicher Fahrstuhl. Den werden wir gleich nutzen. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Die Djinns warten wohl darauf, dass ich irgendwas mache. Okay. Also, noch kann ich Ihnen nicht helfen. Was ist mit der Truhe, wo dieses Papier, ich nix Deutsch oder was? Bubble, Sprachen lernen, ne? Leicht gemacht. Hey, hier bin ich. Ab nach oben. Hoffentlich. Ja, hoffentlich.
Vielleicht kommen wir ja so in den Leuchtturm rein. Und das alles ohne seine Freunde, die er als neu kennengelernt hat. Hier bist du, Luna. Oh, toll. Wow. Was ist das denn für einer? Sollte passen. Lol. Der sieht ja witzig aus. Nein. Mal schauen, wie das aussieht. Warum eigentlich nicht? Interessant. Oh. Damit wäre auch der Djinn fertig. Ein zweiter Vengeance. Hallo, Kumpel. Ich wusste gar nicht, dass man so viel machen kann hier im Leuchtturm. Aber so weit bin ich nie gekommen. Ich find's nicht langweilig, ich find's echt interessant. Für jemanden, der sich für dieses Spiel interessiert, ist es echt interessant. Lunas Geheimnis. Trophäe bekommen, okay. Willst du mir? Das war's dann. Können wir rein? Okay. Nur Landschaftsseiten sind auf der Karte markiert. Wow, was ist das für ein Ort? Mystische Musik? Vielleicht kann ich es hier heller machen. Und Luna, die da frei schwebt. Es sieht so aus. Sehen wir jetzt, wo kommt. Jetzt kommt er hier. So, so und fertig. Schön, dich kennenzulernen. Oh, das ist doch gut. So, und du kommst auch dran. Na, Kumpel? Kleiner Windchen. Sieht witzig aus. Ein bisschen unbeholfen, aber ansonsten ja. Hey, hier drüben. Jetzt will sie einen Feuer-Djinn. Zeit für einen neuen Freund. Ja, so langsam wird es. Na, hallo.
Das sieht ja auch Fail aus, Digga. Richtiges Fail-Objekt. Ach, schon geil, dass man hier einfach so malen kann, wie man will. Und dann guckt man hoch. Und wow. Was ein krasser Himmel. Was ein krasser Sternenhimmel, ey. Das sieht geil aus hier drin. Also es ist echt Lunas geheimer Raum. Das ist geil. Immer wieder spannend. Mal schauen, wie das aussieht. Siehst du, Luna? Jetzt hast du hier genug Freunde, die dir Gesellschaft leisten. Das stimmt. Aber sie will noch mehr. Hallo. Zeit für einen neuen Freund. Was jetzt? Nein. Das wird ganz gut. Hi, du. Frage ist, wie viele Freunde will Luna denn für sich haben? Also mir macht es Spaß, hier drin zu malen. Wie gesagt, ich feiere das Spiel, aber... Wie schmeckt der Schnee? Hier scheint nur die Sonne. So, genug Sonne. Ich werde langsam müde. Ich nehme das hier alles so spät der Nacht auf. Das ist sicher kalt auf der Zunge. Schöne Regenbögen. Und Mondattacke. Ich bin hier. Tja, aber ansonsten... Kannst du mir kurz helfen? Können wir hier in diesem Raum wahrscheinlich so viel malen, wie wir wollen. Ich glaube, Jill's begrenzt. Kannst du nur irgendwie 6-mal machen. Aber gut, dann haben wir Luna ein paar Freunde geschaffen, ne? Jetzt wollt ihr niedlichen Geschöpfe noch was von mir. Okay. Was ist das? Schnee-Season-Trophäe. Hey, hier bin ich. Ja, das ist geil.
So muss das sein. Ja. Ich verabschiede mich von euch. Das war's mit Concrete Genie. Es hat mir unglaublich viel Spaß bereitet, auch diesen letzten Part jetzt aufzunehmen. Was zum Fick, Vögel? Das wolltest du doch haben, oder? Hä? Was will der haben? Wo soll ich das herbekommen? Sorry, Digga, aber das habe ich die ganze Zeit übersehen. Komm schon. Weiß nicht wieso. Naja. Hab auf jeden Fall bis zu diesem Punkt einiges durchgespielt. Weiß nicht, was mein Klecks jetzt noch vor mir wollte. Aber eins ist sicher. Wir sehen uns bei einem nächsten Projekt wieder. Bis dahin wünsche ich euch was. Und ciao.